damit euch dieser Fehler nicht passiert. Werden wir euch heute zeigen, wie man richtig kontrolliert über die Hindernisse drüber fährt. Herzlich willkommen zum nächsten Tutorial bei Marcos Enduro World. Wir werden euch zeigen, wie fährt man kontrolliert über einen Baumstamm drüber. Von klein bis groß. Alle Bäume oder Hindernisse, die nicht höher sind wie deine Steckachse vom Vorderrad, die kann man einfach überfahren, einfach überrollen, ohne dass man das Vorderrad anheben muss. Interessant wird es dann, wenn die Hindernisse höher werden wie deine Steckachse vom Vorderrad, weil dann musst du auf jeden Fall das Vorderrad auf die Höhe setzen vom Hindernis. Mindestens aber in die obere Hälfte, dass du wirklich auch drüber kommst, dass du nicht einfach stumpf einschlägst und davor stehen bleibst und, wenn du Pech hast, über den Lenker fliegst. Bevor ihr über einen Baumstamm kontrolliert fahren wollt, müsst ihr ein kontrolliertes Fahren mit der Kupplung beherrschen. Das dosierte Anheben des Vorderrades ist dazu essentiell wichtig. Schaut euch dazu dieses Video an, da haben wir euch gezeigt, wie man kontrolliert das Vorderrad anheben kann. Okay, wir fangen mit einem kleinen Baumstamm an, um das erstmal zu üben, dass du genau im richtigen Moment das Vorderrad auch hochbekommst. Man setzt ungefähr einen halben Meter bis einen Meter vorher den Impuls über die Kupplung und den Gasstoß und bringt somit das Vorderrad auf die Höhe von dem Hindernis. Fangt wirklich langsam an, im Schritttempo, im Stehen an das Hindernis ranfahren und dann den Meter vorher über einen schnellen Gasstoß und die Kupplung schnell kommen lassen, das Vorderrad anheben. Bleibt stehen, solange ihr auch bis ihr über das Hindernis drüber gefahren seid. Also nicht stehen bleiben, sobald das Vorderrad angehoben ist, und dann hinsetzen, weil dann kickt es dir ans Hinterrad hinten rein und wenn du Pech hast, fällst du dann nach links oder nach rechts um und kommst nicht sicher drüber. Also du musst über das komplette Element im Stehen drüber fahren. Fangt so an, Schritttempo, wie ich schon gerade erläutert habe, Schritttempo, Gas und Kupplung und dann hinten stehen bleiben, dass du stabil drüber kommst. Wenn ihr das soweit meistert, dass ihr über die kleinen Hindernisse drüber kommt, mit dem richtigen Gasimpuls, mit dem richtigen Moment und mit einer stabilen Haltung, dann habt ihr schon mal eine halbe Miete rein, wenn ihr dann auch über die großen Sachen drüber fahren könnt. Ihr seht selber bei den Actionaufnahmen, man kann Hindernisse überfahren, die wirklich sehr hoch sind, fast auf der Höhe vom Motorrad, wenn du die richtige Technik beherrschst. Ihr habt es auch im Video gesehen, ich bin einmal nicht ganz drüber gekommen, weil ich einfach ein bisschen zu langsam war. Je höher die Hindernisse werden, musst du vorher auch ein bisschen mehr Schwung aufbauen. Also nicht zu langsam sein, weil dann reicht es einfach nicht, dass du mit Schwung dann über das Hindernis drüber kommst. Vor allem, wenn sie noch an einem Berg, an einem Hang dran sind, wenn du eben da auch noch hochfahren musst. Sehr wichtig sind immer die Kombination Kupplung, Schleifpunkt und den Gasstoß im richtigen Moment und die stabile Haltung dazu. Wenn die Hindernisse höher werden, bleib auch lange genug hinten stehen, auf das Hindernis, aufs Hinterrad drauf bekommst. Damit klettert das Motorrad besser über das Hindernis drüber und dreht nicht so schnell durch. Fangt aber erstmal klein an, wie ich es euch im Beispiel gezeigt habe, dass ihr dosiert lernt, mit dem Kupplung und Gasstoß umzugehen und im richtigen Moment immer das Vorderrad anheben könnt. Und dann tut ihr euch sukzessiv auf die höheren Hindernisse drauf zuarbeiten und trainieren. Probiert es einfach mal, wenn ihr ein paar spezielle Fragen habt. Vielleicht funktioniert es bei dem einen oder anderen nicht. Einfach in die Kommentare rein, wir werden die euch dann beantworten. Aber auch wenn ihr Themen habt, die euch interessieren oder Fahrtechniken, wo ihr Probleme habt, auch in die Kommentare rein. Wir versuchen die dann in den Tutorials mit umzusetzen. Und ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Euer Marco.